Hallo zusammen bei 360 Grad. Heute sind wir auf der Götzenturmbrücke in Heilbronn und man sieht schon im Hintergrund, bald heißt es wieder Leinen los für die Neckarschifffahrt. Und was sich da alles verändert hat und worauf sich die Passagiere freuen dürfen, das schauen wir uns jetzt mal ganz genau an. Ja, hier laufen die letzten Vorbereitungen, bevor es dann in der nächsten Woche losgehen soll mit dem regelmäßigen Schiffsbetrieb. Und da sieht man schon von draußen, was sich verändert hat, sowohl auf der Neckarperle als auch auf der Neckarfee. Denn die Schiffe, die strahlen jetzt in einem blauen Farbton. Vorher war ja alles grün. Das ist nicht die einzige Veränderung, sondern man sieht im Inneren auch, was sich alles da zum Positiven weiterentwickelt hat. Also die kompletten Bänke neu bezogen, neue Lichter, ein neues Soundanlage und vor allem auch ein Großbildschirm. Hier kann man also jede Menge Spaß auf dem Neckar erleben. Und wo man dann überall entlang fährt, das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Ja, der Neckarkapitän in Stuttgart, das ist ja das Unternehmen von Jens Kasper, der dort schon Schiffe betreibt, der hat jetzt hier auch die Schiffe in Heilbronn mit übernommen. Und damit hat er natürlich auch ein großes Gebiet, das man entsprechend abfahren und den Passagieren anbieten kann. Beispielsweise hier von Heilbronn im Regelbetrieb über Bad Wimpfen und Guntelsheim bis nach Neckarzimmern. Und da kann man ja mal ein paar Archivbilder auch anschauen, was das natürlich auch für schöne Touren sind entlang der alten Städte wie Bad Wimpfen, wenn man die Silhouette des blauen Turms vom Neckar aus sieht. Und neben diesem Regelbetrieb gibt es natürlich auch die Möglichkeit, die Schiffe zu chartern oder zu einem Partyboot zu machen oder eben auch vielfältige Aktivitäten zu nutzen, spezielle Osterangebote oder auch während des Weindorfs. Und der Neckar, der hat ja in Heilbronn schon immer eine dominante und wichtige Rolle gespielt. Und das soll jetzt mit dem Wiederbeleben der Personenschifffahrt hier auch noch einmal dokumentiert werden. Ja, und jetzt sind wir hier auf dem zweiten Schiff, auf der Neckarfee. Und die offizielle Übergabe, die hat ja unlängst stattgefunden, auch sehr zur Freude der Heilbronn Marketing. Da können wir noch ein paar Archivaufnahmen zeigen. Denn es ist natürlich wichtig, dass man ein weiteres touristisches Highlight anbieten kann. Und das wird hier auf dem Neckar mit Sicherheit auch geboten werden. Und dafür wird natürlich auch hier noch einiges verändert. Das heißt also neue Tische, neue Vorhänge und ähnlich wie auf dem anderen Schiff dann die neue Soundanlage und der Fernseher. Der Neckar, der spielt natürlich nicht nur bei den Touristen eine große Rolle. Das haben wir ja auch hier auf diesem Seitenarm, sondern er ist natürlich auch für die Industrie von großer Bedeutung. Und das sieht man natürlich auch, wenn man entlang fährt hier durch die Kanäle. Da haben wir auch noch ein paar Aufnahmen. Und das kann man dann alles erleben, wenn jetzt hier die regelmäßige Schifffahrt wieder aufgenommen wird. Und an Ostern ist mit Sicherheit ein guter Zeitpunkt, das dann mal wieder zu testen. Und dann hoffentlich bei ähnlich schönem Wetter wie heute. Ja, sonnige Perspektiven, die bestehen auch in der Bildungslandschaft. Und da gab es ja in dieser Woche die Einweihung der 42, also der Programmierschule. Und das ist ja ein echter Meilenstein, der auch bundesweit für Aufmerksamkeit gesorgt hat und mit vielen bedeutenden Gästen, die mit dabei waren. Das Thema künstliche Intelligenz, das hat ja eine Schlüsselfunktion für die Zukunft. Das spielt ja auch im KI-Park, der hier in Heilbronn dank der Unterstützung auch der Schwarz-Stiftung entstehen kann, eine Hauptrolle. Und da sah man natürlich schon viele freudige Gesichter, denn man sieht, wie international gerade auf diesem Feld investiert wird. Die Chinesen beispielsweise, die geben dafür mehr aus wie der gesamte Rest der Welt. Da hat man mal die Dimensionen gesehen. Aber auch in Heilbronn wird natürlich vieles investiert und sicherlich auch noch in den nächsten Jahren investiert werden. Und ja, die lachenden Gesichter, die sah man eben nicht nur bei dieser Einweihung, sondern auch jetzt beim Countdown für die Gartenschau in Eppingen. Letzte Baustellenführung von Oberbürgermeister Meister Holaschke und knapp 50 Tage bevor es losgeht, also Vorfreude auf dieses Ereignis. Auch da laufen natürlich die Arbeiten auf Hochtouren. Jetzt hat man schon 9000 Dauerkarten verkauft diesbezüglich und man hofft ja, dass man vielleicht die 10.000 noch erreicht. Und dann schließt sich auch sozusagen der Reigen der Gartenschauen in der Region. Das begann ja in Bad Rappenau, ging weiter nach Öhringen und dann die Buga hier in Heilbronn und jetzt eben im Kraichgau. Vorfreude ist da groß und das darf natürlich auch so sein. Ja. Vorfreude oder Hoffnung besser gesagt, besteht natürlich auch bei der Reaktivierung
von alten, ehemaligen Bahnstrecken. Da läuft natürlich jetzt auch der Wettbewerb und da hofft man natürlich in Hohenlohe auf die Kochertalbahn. Reichen die Zahlen, bekommt man den Zuschlag. Ähnliches ist in der Zabergäubahn und der Budvartalbahn hier im Großraum Heilbronn der Fall. Und da haben alle Landräte und alle Verantwortlichen ihre Hausaufgaben gemacht, ob das nun Norbert Häuser oder Matthias Neth ist. Und jetzt kommt es natürlich auch darauf an, wie die Politik entscheiden wird. Wer immer von Nachhaltigkeit spricht und gerade in den heutigen Zeiten, wo wir natürlich den Verkehr drosseln müssen, auch wegen der Kosten, der kommt um eine Reaktivierung dieser Bahnstrecken nicht umhin. Dafür braucht es aber, wie gesagt, behördliche Unterstützung. Und die Behörden sind gerade nun fürwahr auch ordentlich im Stress, was die Registrierung der ukrainischen Flüchtlinge angeht. Und auch da stellt man wieder fest, dass einzelne Mitarbeiter bis zu einer Stunde dafür brauchen, dass manchmal die Hardware fehlt oder sie liegt im Keller, wird nicht genutzt. Dass es dann wieder mit der Digitalisierung nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hatte. Und ähnliche Probleme gab es ja in dieser Woche auch bei den Zulassungsstellen, ob es im Landratsamt oder in der Stadt Heilbronn war. Und da stellt man wirklich fest, es gibt viele Sonntagsreden, was sich in Sachen Digitalisierung alles zum Positiven gewendet hätte. Aber im Alltag lässt das eine oder andere noch immer stark zu wünschen übrig. Das war's für diese Woche. Bis zum nächsten Mal.